Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute möchte ich über etwas sprechen, das uns alle betrifft. Den Nonsens, den wir in unserem täglichen Leben erleben. Und ja, es gibt einen intelligenten Weg, Nonsens zu betrachten. Lasst uns über das Wetter reden. Die Wettervorhersage ist wie eine Lotterie mit Worten. Es besteht eine 30-prozentige Chance auf Regen. Das bedeutet, es besteht eine 100-prozentige Chance, dass ich meine Sonnenbrille mitnehme und dann klatschnass werde. Und wie steht es mit den Verpackungen von Lebensmitteln? Öffnen Sie hier! Du versuchst zu öffnen, aber das Zeug reißt irgendwo anders auf. Es ist, als ob die Verpackung sagt, falsche Tür, versuch es noch einmal. Habt ihr bemerkt, wie wir stundenlang auf Netflix nach etwas Interessantem suchen, nur um am Ende The Office zum 100. Mal anzusehen? Das ist intellektueller Nonsens in Aktion. Warum nennen wir es eigentlich Flugzeugmodus, wenn wir nicht mal unser Handy aus dem Flugzeug benutzen dürfen? Sollte es nicht Irrsinnmodus heißen? Der intelligente Nonsens umgibt uns überall und er macht das Leben auf seine eigene Weise unterhaltsam. Also lasst uns darüber lachen und den Nonsens genießen. Danke und gute Nacht.